Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf heute in meiner neuen Rolle als Haushälter zu Ihnen sprechen und freue mich sehr, dass es um den Haushalt unserer auch neuen Bundesumweltministerin Svenja Schulze geht. Nach den Verschiebungen der Mittel für den Städte- und Wohnungsbau in den Etat des Bundesinnenministers handelt es sich jetzt bei dem Einzelplan 16 zwar nicht nur um einen der größten, aber doch um einen sehr wichtigen Haushalt, den wir heute hier beraten. Und auch wenn Horst Seehofer an seinem Haus nun den Begriff Heimatschutz stehen hat, findet der eigentliche Heimatschutz im Bundesumweltministerium statt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann Ihnen auch das begründen. Ich komme aus dem wunderschönen Bayern, wie man vielleicht hört. Erst letzte Woche erreichten uns aber neue Zahlen zu den schmelzenden Gletschern in den Bayerischen Alpen. Mehr als die Hälfte der Gletscherflächen sind in unserer Heimat bereits geschmolzen. Die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen sind sich ihrer Verantwortung bewusst, die auf unseren Schultern lastet. Die ehemalige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und dem Klimaschutzplan große Schritte zum Erreichen unserer Klimaschutzziele geleistet. Und die SPD-Bundestagsfraktion wird Sie, Frau Ministerin, dabei weiter unterstützen, dass wir den begangenen Weg konsequent weitergehen und die Klimaziele 2030 erreichen werden. Nicht zuletzt in Zeiten, in denen die USA nicht nur beim Klimaschutz als Partner scheinbar ausfallen. Dabei geht es mir um eine sozialdemokratische Klimapolitik, die soziale Belange nicht außer Acht lässt. Und der Haushalt für das Jahr 2018 unterstreicht das und kann sich sehen lassen. Auch wenn es immer wieder Nörgler geben wird, denen es zu schnell oder denen es zu langsam geht. Den einen ist die Umwelt egal, den anderen ist es egal, wer es bezahlen soll. Wir haben hier einen sehr guten Weg gefunden mit dem Haushaltsentwurf. Allein der Blick auf die Zahlen lohnt sich. Obwohl das Haus den Baubereich abgeben musste, steigen die Investitionen in den Klima- und den Umweltschutz. Und damit steigen auch die Investitionen in unsere Zukunft und in die Zukunft nachfolgender Generationen. Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Ausgabevolumen im Umwelthaushalt um 371 Millionen Euro, immerhin ein Plus von 23%. Die Ausgaben beim internationalen Klimaschutz steigen um 50 Millionen Euro auf gut 437 Millionen Euro an. In den kommenden Jahren werden wir noch mal in den beschlossenen Eckwerten 100 Millionen in diesem Bereich mehr investieren. Hinzu werden wir 2019 10 Millionen Euro für den Wildnisfonds bereitstellen, mit dem wir 2% der Fläche Deutschlands wieder in Wildnisgebiete umwandeln werden. Das ist eine sehr gute Investition in den Schutz bedrohter Arten und für die Artenvielfalt in unserem Land. Ich freue mich nun auf die anstehenden Beratungen in den nächsten Wochen. Vielen Dank. Herr Kollege Schwarz, herzlichen Dank an Sie. Als nächstes für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Dr. Klaus-Peter Schulze.